Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2. Ja, und wir haben letztes Mal hier aufgehört und wollten die Quest abgeben. Und danach wollten wir uns eine neue Rüstung herstellen. Wenn ich das hinbekomme, heißt das. Es fehlt uns ja ein bisschen was. Da muss ich dann erstmal gucken. Ich glaube, bei dem Schmied kann ich mir auch etwas kaufen. So, jetzt müssen wir wieder zu denen hier hoch, den ich ja bei der Spinnenquest gesucht habe, wie ein Verrückter. Wer bist du denn eigentlich? Pah. So. Hier, Neckar-Kadaver zum Beweis, dass ich. Mir ist klar, was es beweist, Hexer. Die Belohnung ist dein. 150 Schema exzellente Hexe. Oh, jetzt haben wir das Schema für die exzellenten. Und hier nehmen wir ihm noch mal 6 von seinen schönen. Hat er hier noch was? Ja, gut. Hier noch irgendwas, was du mir geben willst und schenken willst. Keine Bücher. Okay. Ja, das ist verschlossen. Ja, das hatte ich ja, glaube ich, das letzte Mal schon mal erwähnt, dass das irgendwas mit Post. Und die Quest weiß ich jetzt aber nicht, wo man die bekommt. Könnt ihr ja mal unten in die Comments schreiben, wenn ihr so nett wärt. Also nur für die, die das Spiel schon kennen. Ich habe es auch beim ersten Mal nicht hingekriegt, wo ich es erste Mal durchgespielt hatte. Ich nehme jetzt mal hier alles mit, was hier rumliegt, noch. So, lass mich mal hier durch. Alles klar. So, dann haben wir die Quest auch abgeschlossen. So, jetzt wollte ich mal kurz zum Moment mal. Wo geht's denn nochmal zu? Ach so, hier hinten lang. Okay. Was gibt es Neues, meine Liebe? Was macht der Haushalt? Hier hinten lang zum Schmied wollte ich mal kurz. Habe die Ehre. Was kann ich für dich tun? So, ich glaube, der verkauft sogar ein bisschen was von die Temerage-Schwert, das hatten wir ja schon. Aha. Die könnte man sich jetzt noch. Aber ich habe die Dinger kaum benutzt. So, Eisenerz und Silber. Moment mal, hatte der nicht eigentlich diese Tücher? Nee, aber das Schema. Feuer. Ja, Feuer. Wie viel Geld haben wir? Wir haben eigentlich genug Geld. Ich kaufe mir noch mal dieses Feuer. Das war nämlich sehr gut gewesen. Was sind das eigentlich für eine Rune hier? Oh, die gibt sogar 7 plus 7. Wie teuer war die? Das Restgeld heben wir uns mal lieber auf, wegen. Ja. Der hatte gar keine Tücher. Aber wenn ich mich recht erinnere, der hier vorne. So ist das Leben. Ich wollte dich gar nicht. Guten Tag. Ich möchte mir kurz die Waren ansehen. Entschuldige die Neugier, aber sollst du nicht den Kairan umbringen? Ich habe diesen Ort so satt. Und dann heben sie Den endlich habe ich die doch Blockade schon. auf. Sei gegrüßt. Ich bin Fioravanti, Händler. Loredo lässt die Händler erst frei, wenn es ihm passt. Offenbar braucht er euch. Wozu denn, verdammt? Will er eine internationale Messe abhalten? Ich bin König Demavents Untergebener und sage dir... Demavent ist tot. Kommen wir jetzt zum Geschäft, wenn's recht ist.
Ja, genau. So, hier haben wir schon mal das Schema für diese Tücher, die wir brauchen. Das werde ich mal kaufen. Und gehärtetes Leder werde ich auch mal kaufen. Aha. Oh, hatten wir das schon oder hatte ich das noch nicht? Na, ich gucke erst mal, wie viel Tücher er verkauft. Gehärtetes Leder 5-mal. Das wird natürlich nicht ausreichen. Und von den Tüchern hat er auch 5-mal. Nehme ich mal alle mit. So, ich glaube... Verdammt, das Geld wird auch langsam weniger. So. Was macht der Haushalt? Jetzt gehe ich nochmal zu denen zurück, zum Schmied. Gucke mal, wie viel mir jetzt noch fehlen. Ein Feuer in der Schmiede? Was ja, der erpresst den immer noch hier. Herstellen. Jetzt können wir uns auch dieses exzellente, ach so, exzellente Lederhose. Aufwertung, Rüstung. So, da fehlen uns noch 7. Und von dem Leder fehlen uns noch... Noch einmal Leder. Und 7 von den Tüchern. Okay. Das muss ich, glaube ich, selber herstellen. Wie war denn das nochmal? Nee, Moment mal, das mache ich doch auch bei ihm. Aha. Lederhose. Nee, Quark. Ach so, wir sind ja hier beim Schmied. Beim Schmied. Aber war das nicht irgendwie, dass ich das selber herstellen konnte? Charakter. Ach so, da öffnet er das. Okay. Hier war das gewesen, genau. So. Nee, Quatsch. Hier war das auch nicht gewesen. Verdammt. Und mit Tränke hat es ja nun auch nichts zu tun. Wo habe ich denn jetzt nochmal... Moment, wir haben doch das Schema jetzt, ne? Gehärtetes Leder. Dazu brauche ich... Ja, da habe ich ja genug. Und Öl. Da brauche ich ja mir nur einmal herstellen. Und Tuch. Vielleicht muss ich jetzt doch zum anderen Händler wieder zurück. Ich meine, vorher hat er das nicht gehabt mit dem Herstellen. Aber vielleicht jetzt. Nee, hat er nicht. Verdammt, wie stelle ich mir das denn jetzt her? Naja, ich bin wohl noch eine Weile hier. Schau mal wieder rein. Wer kann mir das herstellen? Elfenpack. Ey. War nicht so unfreundlich hier. Der hier vielleicht? Sind ja schöne Verhältnisse hier. Der Zwergenschmied betrügt ehrbare Handwerker. Elfen mischen sich unter anständige Menschen. Der Kommandant kümmert sich noch darum. Zuerst sind die Scoia'tael an der Reihe. Bei wem habe ich das denn nochmal gesehen? Als das Loredo Jorvet schnappt. Was? Ja, kein schlechtes Wort über den Kommandanten. Mann, ich will jetzt aber diese Rüstung haben. Pass bloß auf! Ich weiß bloß nicht, wie ich mir das jetzt herstellen soll. War da noch was? Grüß dich, Geralt. Warum konnte ich mir das bei denen dann nicht herstellen? Weil er ein Schmied ist?
Die Preise bleiben, wie sie sind. Ich tritt. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Gegenstand herstellen. So, hat er denn nicht hier meine ganz alle Schemen, aber der stellt nur her, ne, der stellt auch Klamotten her. Dann müsste der doch eigentlich auch, ne, hat er aber nicht hier drinne. Ach doch, hier. Mann, ich hätte nur mal runterscrollen müssen. So, von den Tüchern brauche ich, ne, machen wir erstmal ein Leder. Da brauche ich eins. Okay. So, und hier brauchte ich 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh nein! Jetzt fehlen uns wieder normale Tücher und Silbererz. Ach nee, Silber. Das ist Diamantenstaub. Wo kriege ich das denn jetzt wieder her? Und normales Tuch. Verdammt. Ich gucke mal, ob der vorne Silberstaub. So ist das Leben. Ich gucke mal, ob der die normalen Tücher auch hat. Oh, der hat sogar Diamantenstaub. Nehmen wir mal 5-mal mit. Und die Tücher nehmen wir auch alle mit. Oh, da habe ich nochmal Schwein gehabt. Ja, Entschuldigung, dass es jetzt ein bisschen gedauert hier, das Hin und Her, und dass ich erst hier nicht wusste, wie ich das... Ah, der ist schon wieder da. Was kann ich für dich tun? So, herstellen. So, ich brauche noch von den Tüchern einmal, ne? Einmal. So. Ja, jetzt kann ich sie mir herstellen. So. Ah, da fehlt auch wieder was. Was ist denn das? Silbererz einmal. Ich weiß jetzt gar nicht, hatte ich denn jetzt schon eine exzellente, so, die hat natürlich 9-mal Rüstung schon. So, verwenden. Ja, da haben wir nur ein einziges bis jetzt. Das hauen wir mal gleich rein. Was wollte ich denn jetzt wissen? Ach so. Ach, das ist das. Das hat bis 18. 12 bis 18. Und das haben wir ja. Und das könnten wir eigentlich noch verkaufen. Was kann ich für dich tun? Ich bräuchte von dir mal. Genau. Nehmen wir mal. Ja, nehmen wir alle 4 mit. Oh, wir sind bald pleite. Was kann ich für dich tun? Gegenstand herstellen. Exzellentes. Bis 25. Moja, dann nehmen wir das doch einmal. Herstellen. Habe die Ehre. So. Dann tauschen wir das mal gleich aus. Das hat sogar einen Slot. Verwenden. Aufwerten. Ja, hier würde ich dann gerne ohne der Sonne. Ich hatte doch noch eine mit Feuer wieder gekauft.
Erde. Mond. Ich hatte doch, bin mir ganz sicher, dass ich eine mit Feuer gekauft hatte. Na gut, hier gibt's plus 5% Schaden. Und bei die unten gar nichts weiter. Okay, dann kommt die mit der Sonne rein. Okay. Okay, das war's eigentlich. Was haben wir denn eigentlich für eine Hose an? Lass mich mal da gucken. Die haben wir an. Plus 1. Das ist ja unsere Rüstung. Ach, wir haben sowieso keine. Das ist schon eine gute Hose, glaube ich. Weil die, die wir uns herstellen können, die hätte ja auch plus 1 Rüstung. Genau. So, dann kann ich an ihn jetzt noch den Rest verkaufen. Was wir jetzt nicht mehr brauchen. Und zwar. Ja, einmal das. Einmal unser altes Hexerschwert. Naja, die behalten wir mal noch. Und unsere alte Jacke können wir auch verkaufen. Geht das Gewicht wenigstens wieder ein bisschen runter. Ja, und die fallen hier. Ich behalte die aber auch mal. Ach, hier wollte ich mal gucken, ob ich hier vielleicht was anderes reinlegen kann. Wir sehen ja, ich habe ja hier schon epische. Plus 3 zum Beispiel. Auch plus 3. Oder hier, Schaden 6. Ja, das werde ich doch mal reinnehmen. Und hier ist wieder Rüstung. So. Ja, dann verkaufen wir doch mal hier wieder ein bisschen Zeug von jedem. Fangen wir davon. Wiegt zwar jetzt nicht so viel. Neckarherzen können wir ruhig ein paar mehr verkaufen. Ja, die wiegen bestimmt auch eine Menge. Machen wir mal die Hälfte. Ja, man muss immer genau auf die aufs Gewicht gucken. Boah, es geht auch nicht richtig runter. Ich guck mal hier, was wir jetzt hier zu schweres Zeug haben. Mond, Blech. Ja, normales Leder haben wir eigentlich auch viel zu viel. Wiegt ja auch eine Menge. Und von denen werden wir auch mal noch 6 verkaufen. Ja, diese Kräuter, die wiegen ja kaum was. Hier Holz ist eigentlich immer schwer. 5-mal weg damit. Öl. Auch 3-mal weg. Hier haben wir 7 Steine von. Oh, 4 weg. 14 Krallen. Ich denke mal nicht, dass wir so viel brauchen. Hier gehen auch nochmal 6 weg. Von den Augen 5 weg. Ja, die lasse ich mal. Mal 9. 9 Stück von denen. 3 weg davon. Und von den Embryos. Ach ne, die Embryos wollte ich ja aufheben. Ja, wir haben schon so. Ja, und das andere Bücher verkaufen wir auch nicht. Naja, jetzt haben wir ja wieder fast 100 Kilo. So, haben neuen Schwert, neue Rüstung. Die bleiben, wie sie sind. Ich trete der Zumpf nicht bei. Das war ja der hier vorne gewesen, da will ich nochmal gucken. Der hatte doch noch einen Rüstungsgegenstand. Ne, Quatsch, hier drüben.
Ein Diamantstaub. Hattet ihr nicht... Ach nee, das war der andere gewesen, oder? Na, ist ja jetzt auch egal. So, wir gucken jetzt mal... Nicht da, da. Jetzt haben wir genug aufgerüstet. Ja, hier können wir noch nichts machen. So, was haben wir denn jetzt noch? Jetzt haben wir die Neckar, haben wir auch erledigt. Wiederkehrende Erinnerung. Die zwei Versionen hatte der Hexer ebenfalls während des... Ich glaube, das ist jetzt hier... Trissier gerade beschloss, Gerards Gedächtnis auf die Spur, auf die Sprünge zu helfen und so. Die für den Zauber brauchte sie eine Rose der Erinnerung. Ja, die erledigt sich, glaube ich, dann von alleine. Ja, da haben wir ja nur noch Königsmörder, ne? Und da muss ich jetzt quasi mit Zoltan reden. Genau. Sie meint, sie liebt mich, aber wir können trotzdem nicht zusammen sein. Blablabla. Ja, verdammte Scheiße, wieso nicht? Sie sagt, ich wäre nur so ein Schenkenvogel und sie etwas Besseres verdient. So. Markige Rede für eine, die nur die Straßen fegt. Na gut, Sultan. Ja, das andere hatten wir ja alles schon gefragt. Sultan, ich habe eine Bitte an dich. Raus damit! Ich habe gehört, dass du die hiesigen Skoyatel kennst. Hat das ein Hohlkopf mit Helm etwa so behauptet? Ich muss Jorvid sprechen. Meine Beziehung zu den Skoyatel ist etwas komplizierter, als du denkst. Jorvid kann mich nicht leiden. Wieso willst du ihn sprechen? Er weiß, wo der Königsmörder ist. Jorvid? Ich habe ihn immer für einen gewöhnlichen Schurken gehalten. Sitzen wir uns hier nicht den Arsch platt. Den Rest erzählst du mir unterwegs. Ja, habt ihr gesehen, jetzt habe ich so eine schöne rötliche. Sonne. Wer hat eigentlich behauptet, dass ich Kontakte zu den Skoyatel habe? Loredo. Ich glaube, wir müssen hier raus. Aufhängen, wegen Ränke mit den Eichhörnchen? Was weißt du über den Anführer? Es heißt, Jorvet sei verrückt, aber die Skoyatel gehorchen ihm wie der eigenen Mutter. Der Hurensohn weiß, was er will. Hoffentlich sagt er es mir auch. Ich sage dir, Loredo ist der üblere Drecksack von beiden. Weil er dich aufknüpfen wollte? Er wiegelt die Einwohner gegen die Anderlinge auf. Es geht das Gerücht, dass er etwas mit dem Königreich von Kaedwyn ausheckt. Worauf spekuliert er? Mammon. Kaedwyn verleibt sich gerne die nächsten Ländereien ein und gibt Loredo Privilegien. Komm, wir haben... Weg. So. Sultan, hier lang. Genau. Komm. Na lauf. Ich weiß doch gar nicht, wo lang. Wir müssen tief hinein in den Wald. Hoffentlich haben sie die Losung nicht geändert. Du kennst das Losungswort? Was spielst du da, Sultan? Du weißt doch, dass du mir vertrauen kannst. Was? Wo? Ja, aber die Skoyatel haben mir die Führung eines Kommandos angetragen. Bist du aber hässlich. Kein Wunder, dass Loredo dich aufhängen wollte. Wir sind da. Hier habe ich mich mit ihnen getroffen. Ich weiß. Sie zielen auf uns. Wie? Also, Geralt, du bist ja wachsam wie ein Kranich, aber jetzt übertreibst du. Sag die Losung. Wem? Beeil dich, sie sind ungeduldig. Kierkegaard! Brüll nicht so. Was sucht ihr hier? Gegenlosung. Heidegger, ich habe dich was gefragt. Bring uns zu Jorvet. Wozu?
Wollten wir mit dir sprechen, würden wir nicht nach deinem Anführer fragen. Der will aber nicht mit euch sprechen. Das kannst du gar nicht wissen. Verschwindet, solange ihr könnt. Ihr zwei wollt uns erschrecken? Da sitzen noch vier auf dem Baum. Wie kannst du das wissen? Ich höre sie atmen. Einer von ihnen ist krank oder hat Fistech genommen. Woher weißt du das? Er pfeift beim Luftholen. Na, da sinken euch wohl die Elfenpinsel um. Wir wollen nur mit Jorvet reden. Wartet auf der Lichtung. Du weißt schon wo, Zwerg. Ich leite die Nachricht an Jorvet weiter. Ach, mach doch, was du willst. Komm, Geralt. Ich weiß, was die Pinsel da im Schilde führen. Ich war schon mal hier. Wovon sprichst du? Das ist das Gelege eines Ungeheuers. Ein Mordsding mit einer Muschel auf dem Rücken. Eine Krabbspinne? In dieser Gegend? Nicht zu glauben. Wie auch immer das Scheißvieh heißt, es ist grässlich. Sie haben uns in eine Falle geschickt. Tja, nichts zu machen. Gehen wir. Ja, ich mache hier aber erstmal einen Schnitt und sage tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Witcher 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen.